Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und herzlich willkommen zur 16. Folge von Ex on the Beach. Ex on the Beach. Erinnert mich jetzt gerade an Exhibit. Ex. Ex. Naja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht das sehr, sehr gerne. Wir steigen direkt rein und es geht los mit Philipp aka El Papi. Denn der muss sich jetzt entscheiden zwischen Steffi und seiner Ex Ellie. Ex or next. Ex. Gefühlt kann ich hier nur als Verlierer jetzt rausgehen. Egal, welche Frau ich jetzt nach Hause schicke. Steffi, es tut mir leid. Alles gut. Es ist okay. Und es hätte mich jetzt auch sehr überrascht, wenn er sich für Steffi entschieden hätte. Denn ja, sie haben es letztes Mal versucht, so ein bisschen spannend zu machen, irgendwie sowas zu kreieren, dass das da zwischen den beiden eventuell die große Liebe hätte entstehen können. Ja, die haben so ein bisschen hackedicht auf irgendwelchen Partys rumgemacht und haben sich mit Bro und Sis angesprochen. Also ich glaube nicht. Und ja, mit Ellie hat er sich ja so ein bisschen angenähert und viele wünschen sich wahrscheinlich da draußen ein Comeback. Und deswegen ist es schön, mal gucken, wie es weitergeht. Oh mein Gott. Na nein, Leute. I love you. Oh my gosh. Also das haben sie sehr, sehr geil gemacht. Und wenn ich Jürgen oder die Produktion wäre, ich würde noch viel mehr mysteriöse Sachen machen. Also wirklich nicht nur spooky, sondern gerade mit sowas spielen, weil sie ja die Möglichkeiten haben. Stromausfall und auf einmal steht da eine neue. Und wer mich nicht alles täuscht... Ach, ich weiß den Namen doch eh nicht. Ja, die waren mal bei Temptation Island. Ich glaube, es ist die Ex von Abdu. Hieß sie nicht auch Steffi? Ich glaube, Jessie. Jessie! Es ist Jessie. Am besten fand ich aber wieder den Blick von Christian. Ich glaube, wenn dir sowas passiert, du bist hackedicht und dann geht so plötzlich das Licht aus und dann steht da so ein kleiner Engel auf Erden. Also entweder denkst du, du bist wirklich in einem Traum und das ist so ein Szenario nur für dich und der läuft dann wie John Travolta auf sie zu und denkt sich, okay, this is the moment. If you had one shot. Puh. Egal. Ich weiß auch schon wieder nicht, was mit mir los ist. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal, was Jessie, wenn sie wirklich Jessie heißt, so zu sagen hat. Ich bin Jessie, 23 Jahre alt von Temptation Island. Abdu, hast du mittlerweile verstanden, warum ich mich getrennt habe? Belügen bis beklauen, also ist wirklich alles dabei. Hört sich ja jetzt nicht so gut an. Also Abdu, was geht? Abdu ist hier anscheinend aufgefallen als diebische Elster und gehört zu der Vogelgattung Gnu, wie wir von Gigi letztens im Dschungelcamp gehört haben. Ja, nicht so geil. Ich find's immer so lustig bei diesen Pärchen, wenn die irgendwie in einem Format waren und dann versuchen die erstmal so Pärchenkappe zu machen und alles ist so toll. Und wenn die getrennt sind, dann ist wirklich so, shit is going down und alles wird ausgepackt und eigentlich war es der schlimmste Mensch ever. Das heißt, man wird hier von vorne bis hinten, ich rede jetzt nicht über die, sondern allgemein über die meisten, von vorne bis hinten veräppelt und dann kommt immer die Wahrheit raus und alles war ja so schlimm. Aber für die Instagram-Bubble muss man immer so tun, als wäre alles rosa-rot. Aber egal, ich frage mich eher, was für ein Motto hat die nächste Party bei Ex on the Beach? Dieser Auftritt war Hammer. War Hammer. Zirkusparty und ich sag mal so, Uso, der ja letztes Mal reingekommen ist, hat wahrscheinlich schon Lust, seinen Rüssel hier zu zeigen. Alessa kann mir nicht erzählen, dass sie den ganzen Tag an Paddy denkt. Ich glaube halt, das hätte ich mir schon ein bisschen was bedeutet. Dann würdest du bei den Neuen nicht am Rockzipfel hängen. Da wurde Paddy schneller setzt. Yep, und das war ja auch ein bisschen die Kritik beim letzten Mal. Sie hat ihn irgendwie vermisst, dann rumgeheult, dann hat sie wieder mit diesem Uso rumgemacht, dann hat sie wieder gesagt, nein, also ich muss eigentlich jede Sekunde an ihn denken. Dann hat sie wieder mit Uso rumgemacht und jetzt kann man einfach sagen, okay, Hot Girl Summer, aber dann braucht sie ja eigentlich gar nicht so tun, dass sie ihn jetzt so vermisst oder irgendetwas. Macht ja eigentlich keinen Sinn. Sie könnte ja auch eher sagen, hey, der hat mich eh veräppelt, deswegen war das jetzt auch nicht so ernst, deswegen kann ich ja hier machen, was ich will. Aber dadurch, dass sie immer wieder zurückrudert und sagt, nein, nein, Uso. Okay, warte, wir machen noch kurz rum. Also nee, irgendwie, ich sehe Paddy in ihm. Oh, jetzt habe ich ein Bild, ja? Jessie kommt bei Männern in der Villa schon sehr gut an. Ich merke das. Erik findet die neue gut. Ja, aber sie sieht ja halt ähnlich, ne? Sie sieht doch nicht ähnlich, hat ein ganz anderes Gewicht. Eifersucht-Alert, hört ihr das?
Und Aline ist sauer, denn die hat in Eriks Blick gesehen. Der hat einmal zu lange rübergeguckt zu Jessie und denkt sich, okay, also die ist blond, aber die sieht doch nicht so aus wie ich. Und ich glaube, wenn du das dann nochmal hörst, dass es heißt, ihr seht ja auch sehr ähnlich aus, ich glaube, da kriegst du eh nochmal einen Anfall. Sie ist eifersüchtig und das merkt man. Jetzt kommt es natürlich drauf an, Erik möchte das ja mit Aline. Also von daher ist es ja spannend zu sehen, wie er sich jetzt hier im Erstkontakt mit Jessie schlägt. Was ist euer Typ auch so? Ich sag dir, wie es ist, sie ist einfach mein Typ. Sie mit dem Hut, wo da links auf dem Ding hoch. Ja. 10 von 10 einfach. Ja, die ist halt echt hübsch. Oh mein Gott, Chapeau, mach dein Hütchen runter. Ehrenbrudi-Vibes hier. Also er möchte sagen, nö, die mit dem Hütchen da, also Aline, die da in der Raucherecke sitzt und gerade vor sich rumnuschelt. Das ist mein Girl. Und das ist ja eigentlich süß. Naja, dann wird Alessa nochmal konfrontiert von den anderen Mädels, die halt ihr das Ganze nicht abnehmen, sondern eher als Schauspiel titulieren würden, wie ich es ja auch schon gemacht habe. Und ja, jetzt wird sie nochmal in die Mangel genommen. Hör mal, Janine, wenn ich mit Usoma rede, habe ich dauernd Paddy in meinem Kopf. Ich glaube, Alessa, kein Wort, dass sie an Paddy hängt. Ich habe sogar in Paddys T-Shirt geschlafen. Und außerdem stehe ich meistens da, wo er vorher gestanden hat. Natürlich trage ich ihn in meinem Herzen. Und mach das doch nicht, als ob die jetzt wirklich so auf Paddy gestanden hat. Ich meine, das war auch so ein bisschen Mittel zum Zweck, dass sie nicht rausgeschmissen wird. Vielleicht mochte die denn dann schon so ein bisschen. Aber jetzt halt dieses so versuchen, in den Vordergrund zu stellen. Und dass man sich jetzt unendlich vermisst und in jedem weiteren Atemzug macht sie mit Uso rum, das macht für mich nicht so wirklich Sinn. Und sie kann von mir aus den Hot Girl Summer feiern, aber dann macht halt diese Positionierung zu Paddy keinen Sinn. Braucht sie doch gar nicht. Ich kann nicht aufhören, an Paddy zu denken. Und ja, er ist in meinem Kopf. Und ich habe mir schon 10-mal hierher gewünscht, dass er wieder am Strand angelaufen kommt. Paddy meinst du nicht ernst und du meinst es nicht ernst? Wir haben miteinander gevögelt. Wenn du zu mir sagst, mach und ich mach und du aber bist sauer auf gar mich. Keinen Sinn. Gut fand ich das Argument, wir haben sogar miteinander geschlafen. Und wie ihr alle wisst, bedeutet das schon heutzutage wirklich mehr. Leider nicht. Ich glaube, das ist denn völlig Wayne. Aber egal, Schwamm drüber. Kommen wir lieber zu Aline und ich liebe die Situation. Es ist komplett deppert, möchte ich vorwegnehmen. Aber ich kriege das Schmunzeln trotzdem nicht raus, weil es eigentlich irgendwie, es ist auch nicht süß. Egal, sie ist eifersüchtig und sie möchte jetzt von der Neuen wissen, ja, was hat denn mein, ach so guter Erik, der mich ja zurückhaben will, so gesagt, über mich. Hat Erik gesagt das mit mir? Mir hat gar keiner irgendwie. Er hat dir nicht erzählt, dass er mich liebt, dass er mich vermisst, dass er mich zurückgewinnen will. Dieses dumme Offengehalte von Männern immer. Warum sagt Jessie nicht? Naja, er hat gesagt, als ich ihn gefragt habe, auf wen er steht, hat er auf dich gezeigt und hat gesagt, sie ist für mich eine 10 von 10. Und ich meine, das ist ja sowas wie ein Bekenntnis, oder? Normalerweise bei den Red Flags werden die gefragt, ja, auf wen stehst denn du? Dann schlagen die doch normalerweise die Hände so hoch und machen wie so ein V, so ein Balztanz und sagen, also ich stehe eigentlich nur auf dich. Genau, du bist mein Typ. Und er sagt, sie da hinten, meine Ex, 10 von 10. Also mehr Bekenntnis beim Trash-TV erwarte ich nicht mal. Ich bin gar nicht sauer auf dich. Wirklich, ich bin sauer auf ihn. Ich muss ihn an der Stelle in Schutz nehmen. Er hatte wirklich gar nicht die Möglichkeit. Ich war so lange da gestanden. Aber wir standen ja mit allen anderen. Wir haben ja über so vieles geredet. Und warum ich es süß finde? Naja, weil sie einfach so unfassbar eifersüchtig ist. Davon bekommt jetzt natürlich auch Erik Wind. Und ich sag mal so, der versucht es so halb zu klären. Was ist los mit dir? Ich bin sauer. Bist du sauer? Du hättest die Situation klarstellen können. Du hättest sagen können, du bist mit mir. Ich sehe das anders. Gut, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe die weder angebackert noch sonst irgendwas. Dann drauf, Alter. Jupp, und da wird jetzt wieder gestritten, eigentlich Stress ohne Grund. Er hätte doch auch sagen können, hey, ich habe sogar gesagt, dass du die eine bist, aka die 10 von 10, als sie mich gefragt hat, auf wen ich stehe. Ich glaube, Aline wäre trotzdem sauer gewesen, aber trotzdem hätte er mal sagen können. Und naja, dann können wir mal so ein Diagramm machen. Umso mehr getrunken wird, umso mehr Emotionen sind bei den meisten Kandidaten so zu spüren. Und auch bei Alessa, die sich wieder komplett falsch verstanden fühlt. Ich habe sie gleich geschissen bei Love Island. Wir haben einfach ein Problem mit dir. Ist einfach so. So, bleib dir einfach selbst drin. Guck mal, ich habe auch Gefühle. Was glaubst du, wie schwer das ist, gegen eine Gruppe anzukommen? Ich hab dich ehrlich lieb. Alessa, bitte. Und ich liebe es, dass sie gerade mit Christian spricht und der sagt und nimmt ihr Kinn und sagt so, du bist die Einzige, mit der ich mir draußen was vorstellen kann. Du bist Wifi Material. Ja, und ich finde es nicht schön, wenn sie weint, aber das Problem ist, klar, viele Leute haben auch ein Problem mit ihr. Es kommt halt irgendwie auch teilweise nicht glaubwürdig rüber. Allein der erste Auftakt, das war Schauspielerei vom allerfeinsten, wie sie gegen Janine da geschossen hat und plötzlich irgendwie dann an Fabi interessiert war, aber irgendwie dann doch nicht. Also natürlich passiert hier einfach sehr, sehr viel für Sendezeit und das kann man auch nicht schönreden. Und das ist halt das Problem, wenn du irgendwann in diese Schublade gesteckt wirst, dass du halt fake bist, glaubt halt jeder auch, dass du fake bist, egal was du sagst. Du bist eine wundervolle Frau, bitte. Wein nicht wegen irgendwelchen Frauen. Also ich glaube, das, was Alessa treibt, das checkt auch jeder da draußen. Da tust du mir ein bisschen den Gefallen und hältst dich bei dir ein bisschen zurück.
Ich mag es halt nicht, dass halt Janine noch extrem gegen sie pusht. Yep, und Barkim, der bisher nicht so aufgefallen ist, hat ja aber einen Punkt. Denn Janine, mit der ich auch nicht so richtig warm, die ist halt eher kaltschneuzig, deswegen werde ich vielleicht nicht mit ihr warm. Get it? Auf jeden Fall ist die immer wieder am Pöbeln und die haut halt auch sehr viele Sachen raus. Immer sobald Alessa so anschaut, sagt sie schon, hey, vermisst du Party nicht mehr? Also die versucht schon so ein bisschen gezielte Stiche zu setzen wie eine Nähmaschine. Und ja, gelingt ihr auch. Und das fällt Barkim auf. Barkim, was laberst du eigentlich für eine Alter? Was? Wo hätt's ich? Du lachst ganz, ihr lauert ganz Zeit nur, dass ihr irgendwas macht, dass ihr hinten rum reden könnt. Dann wurde es so dramatisiert. Moralisch verwerflich, vielleicht wollt ihr das sagen, oder dramatisiert. Ich meine, das ist ja der gleiche Wortlaut, also in Lautschrift same, same. Naja, aber was ich gut finde jetzt an der Stelle auch von Janine, die hat das gerade zwar laut ausgesprochen, aber die kommt jetzt runter. Die fährt jetzt so ein bisschen runter wie ein kleiner Fahrstuhl und sagt sich, Mensch, ja, eigentlich hat er ja recht. Oder? Oder doch nicht? Wo hat sie's? Für mich hättest du. 100%. Ich hab zu jedem gesagt und komischerweise sagt jeder das Gleiche, was ist ich sag. Ist doch in Ordnung. Wo hättest du dich dann? Wo hättest du dich dann? Und jetzt weiß ich auch, warum die beim letzten Mal schon die Stimme verloren hat. Wo hättest du dich dann? Sie sagt es zwar, was viele sich auch denken, das stimmt ja schon, aber natürlich ist es ja eine Art von Triggern und Provozieren. Also wenn ich hier langlaufe und dann schreit einer von der Seite, dass ich da langlaufe, ja, dann mischt er sich ja schon irgendwie so ein, auch wenn er die Wahrheit sagt. Kann auch die Schnauze halten, lass mich doch da langlaufen. Das ist einfach gerade so kacke, dass auf einmal jetzt so jeder gegen mich steht und sagt, ich bin euer Metzner. Naja, gut, damit wurde dann auch mein Diagramm bestätigt, umso mehr getrunken wird, umso mehr Emotionen und Ausraster. Und der nächste Tag startet und Jesse hat anscheinend seit Temptation Island eine neue Gabe für sich entwickelt. Und zwar kann sie erkennen, wenn es einem nicht so gut geht. Und da sieht sie natürlich Eric und Aline, da ist ja irgendwas zwischen denen. Und sie hat jetzt ein Mittel und eine Methode, damit sie wieder besser geht. Ich würde euch beide gerne mal ausräuchern. Ich habe mein Palo Santo dabei. Ich spüre halt bei euch so ein bisschen Bad Vibes, Bad Energie. Also ich bin ganz ehrlich, mit mir hat gar nichts gemacht. Yep, und das Ganze findet statt unter der Beobachtung des Tablets und das lacht auch eher darüber. Uzoma, Erik, Aline, geht jetzt zu den Ligen. Und das bedeutet, jemand Neues kommt wahrscheinlich herein. Uzo hatte ja bei der letzten Folge seinen großen Auftritt und jetzt kommt seine Ex. Und das ist sie hier. Mein Ex, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle unter Uzoma. Ich kenne ihn unter Lügner, Cheater und Manipulator. Ich bin Donnell, a.k.a. The Baddest. A.k.a. The Baddest. Und ich kann jetzt schon sagen, ich glaube, sie ist sehr, sehr temperamentvoll. Und Uzo wird sein kleines Kichern auch nicht mehr so lange behalten. Bin ich mir fast sicher. Auf jeden Fall kommt sie herangeschritten und ja, Uzo weiß schon, oh oh. Was lachst du so dumm? Denkst du, die sind cool? Er ist nach Berlin gefahren, wir hatten eine Situationship on-off. Er hat mich einfach basically betrogen. Sie waren also on-off, Situationship, also waren nie in einer richtigen Beziehung und er hat sie dann betrogen. Und das allein, wenn man das schon wieder erklären muss, da brauchst du 100 Sätze. Naja, und wenn sie anscheinend in der Off-Phase waren, in dieser Situationship, dann kann der ja auch machen, was er will. Ach, keine Ahnung, also richtig zusammen waren die nie. Und wie lange war diese Situationship? Ist voll schwierig, das auszusprechen. Eine Woche oder was? Habe ich zu dir gesagt, wenn du was mit anderen Weibern hast, dann ist vorbei. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ne? Ich raste gleich aus. Aber ist so eigentlich selbstverständlich. Ich glaube, sowas muss man nicht sagen. Warum andere in Berlin? Also für mich war das so nichts Ernstes. Und da ist die Frage, ob sie das Memo auch bekommen hat. Jetzt könnte man wieder sagen, typisch Red Flag. Kann auch gut sein. Die Frage ist, hat er ihr irgendwas versprochen? Aber sie redet ja selbst von dieser Situationship. Wahrscheinlich ist es wie immer. Die haben sich kennengelernt, gedatet. Er wollte eh nur boom, boom. Hat vielleicht gesagt, ja, wir können uns gerne weiter treffen. Und sie hat gedacht, es könnte irgendwie mehr daraus werden. Und dann ist er schon in 18 andere DMs geslidet und hat gedacht, ja, okay, die will ich jetzt aber auch kennenlernen. Also das typische Spiel hier irgendwie. Was ist eine Situationship? Ich kann mir das mal jemand erklären. Die waren anscheinend in einer Situationship, habe ich noch nie gehört, das Wort. So, du bist wie in einer Beziehung, aber ihr sagt nicht, ihr seid zusammen. Ah. Und er hat halt andere gebumst. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wird das Alessa in irgendeiner Art und Weise noch interessieren? Sie hat ja gerade nochmal klar und deutlich gesagt, also Paddy war meine Nummer 1, den habe ich immer im Hinterkopf, vor allem wenn ich mit Uzo rummache. Und eigentlich wäre es ja ganz gut, dann hat Uzo jetzt eine Ablenkung und sie kann sich ja auf was anderes konzentrieren. Einfach mal auf sich selbst. Oder wie sieht das Alessa? Er meinte, dass sie anscheinend null sein Type war und dass es auch vorbei ist und er da gar nicht drauf steht. Ich mache mir da weniger Sorgen, dass er zu ihr zurückgeht. Vor allem,
weil ich auch weiß, was ich bieten kann. Okay, und Paddy kam schon in den Genuss, wie wir vorhin gehört haben. Ja, also Alessa, ist es jetzt doch wichtig, dass das weiter mit Uso läuft. Und da sieht man wieder, naja, es geht dann also nicht um die Männer, sondern um die Situationen, Situationship, dass man halt länger bei Ex on the Beach bleiben kann. Denn hast du niemanden, mit dem du verkappelt bist, ist die Chance sehr, sehr groß, dass du halt rausgeschmissen wirst. Erzähl mal, warum warst du vorhin eigentlich so sauer? Ich frag dich, war das berechtigt oder unberechtigt? Unberechtigt. Okay, findest du? Du hast dich immer korrekt mir gegenüber verhalten? Ja, ich war immer ehrlich zu dir. Ich war in Berlin, ich hatte was mit jemandem, aber das mit uns war over. Ja, aber du hast mich einen Tag davor angerufen und gesagt, wir kriegen das wieder hin. Aber für mich war das von Anfang an so nichts Ernstes. Ja, und da sage ich doch Misskommunikation. Wahrscheinlich hat er bei ihr angerufen, weil er da noch nicht das eine Date abgeklärt hat. Dann hat er das andere Date gesagt, nee, sorry, so ernst war doch nicht. Und das Problem ist eigentlich nicht lustig, ist halt diese Red Flag Kacke. Irgendwie langweilt es auch so ein bisschen. Und irgendwie ist es doch wirklich immer genau das Gleiche. Aber das Gute ist, die Sonne tut den beiden gut. Sie ist auf jeden Fall komplett besonnen und ruhig und in sich gekehrt. Nicht. Du hast gesagt, dass es ernst ist. Tu nicht so. Kann ich mal reden. So redest du. Halt's Maul, Alter. Ich schwör's dir, Alter. Halt's Maul. Lach nicht so dumm. Ich meine, das ist ohne Spaß ernst, Alter. Ohne Spaß. Hast du eine besondere? Ja, ja. Auf jeden Fall. Mach dir das kaputt. Was ist deine Intention, wenn du das kaputt mitmachst? Eieiei. Und diese Person, diese besondere, von der er spricht, ist eben Alessa. Und sie ist not amused und möchte das sofort zerstören, was er sich innerhalb von wenigen Stunden aufgebaut hat. Kommen wir jetzt mal wieder zu El Papi. Ist da jetzt irgendwas mit Ellie? Ich meine, er hat dafür gesorgt, dass sie drin bleiben kann. Und danach haben sie gefühlt nie wieder gesprochen, aber irgendwas scheint da trotzdem zu sein. Was ist jetzt zwischen dir und Philipp? Was denkst du denn darüber? Selbst würde ich mich freuen, wenn wir uns noch mal näher kommen und so noch mal so alles so dieses Intensive haben, um einfach zu gucken, gefällt mir das gerade einfach, dass wir cool miteinander sind? Oder könnte es noch mal passieren, dass da vielleicht doch noch mal gefühlstechnisch was kommt? Also wenn es beide wollen, kannst du hier die Basis schaffen für draußen. Und das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Die hätten ja jetzt die Möglichkeit, also nichts steht gerade zwischen denen, aber sie beschäftigen sich gar nicht miteinander. Von wegen hier nochmal kennenlernen und so. Man sitzt halt einfach die Zeit ab, bis man draußen ist und sich dann nicht mehr miteinander beschäftigen muss. Eigentlich so gefühlt. Weil jetzt könnte man ja sagen, okay, ich habe wirklich Interesse an dir, ich könnte mir das nochmal vorstellen, ich vermisse dich einfach so sehr. Und jetzt sagen sie alle, nee, wir müssen einfach mal schauen, also wir müssen mal schauen. Ja, und wie schaut ihr denn? Niemand schaut da irgendwie. Deswegen kann ich mir von vornherein eigentlich jetzt nicht vorstellen, dass das zu irgendwas noch führt. Ihr? Diese ganze Streitereien ist nur, weil ich Jessie nicht gesagt habe, dass Aline mein Mädchen hier ist. Was bin ich? Blond, klein, zierlich, so wie sie. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, dass sie komplett sein Typ ist. Du weißt, wie ich über die ganze Sache mit uns denke. Es müsste dir eigentlich genug Kraft und Aufschwung geben. So. Das Thema ist in meinen Augen abgeschlossen, weil ich dafür Verständnis habe, weil ich es jetzt besser machen würde. Ich habe mich dafür entschuldigt. Die Entschuldigung meine ich definitiv ernst. Er geht da sehr gelassen mit um. Er hat das verstanden, was sie gesagt hat, versucht ihr sogar ein gutes Gefühl zu geben, hat sich dann auch noch entschuldigt, obwohl er sich eigentlich hätte gar nicht entschuldigen müssen. Und eigentlich ist es doch geklärt. Also man merkt bei denen auf jeden Fall, dass da noch Emotionen sind. Deswegen haben die, glaube ich, eine größere Chance als eben jetzt Ellie und Philipp. Diese Bindung, diese emotionale hatte ich noch nie zu dir. Ich sage nur, wie gesagt, die ganze Not, dieses Sexuelle oder dieses wieder. Aber du hättest einfach von Anfang an so sagen sollen. Und das war so mein einziger Fehler und dafür entschuldige ich mich. Tut mir auch leid. Also ich bin trotzdem innerlich natürlich noch verletzt und sauer. Ja, und Uso denkt sich, ja, aber hätte ich das von Anfang an nicht so gespielt, hätte ich dich doch gar nicht in die Kiste bekommen. Ich meine, diese ganzen kleinen Videos, wie du da in Unterwäsche getwerkt hast, wenn es so war, hey, die hätte ich doch nicht bekommen, wenn ich gesagt hätte, ich will nur das eine. Und das ist halt leider das Problem. Red Flag. Aber gut, wir haben da ja noch ein paar andere Verbindungen. Was ist denn jetzt mit unserem Freund Christian und Edda? Wie findest du eigentlich die neue, sag mal? Hübsche Frau so. Keine Ahnung, ich schau jetzt erstmal, was mit Edda ist. Und die Antwort kommt so ein bisschen überraschend. Normalerweise hätte er auch fragen können, wollen wir ein bisschen rummachen? Okay, lass uns einfach rummachen. Warum willst du nicht miteinander rummachen? Wie am Anfang, vor gefühlt 10 Folgen. Und jetzt ist es halt so, nee, erstmal schauen, was mit Edda ist. Ich mag ihn, aber ich weiß nicht, ob es mehr ist. Weißt du, was ich meine? Aber schwierig, weil ich will ja auch niemanden verletzen. Ich hab mir ja vorhin so gefragt, findest du die neue? Da so, ja, hübsch, aber ich will erstmal gucken, was mit Edda geht. Ja, safe. Also er steht halt zu dem, was er sagt, bis jetzt. Ein Mann, ein Wort. Aber was ich mich bei Christian immer gefragt habe, der ist ja so ein tiefgründiger Charakter. Was hat der für Hobbys? Was macht der so? Und die Antwort kommt hier. Erik macht Bukake jeden Tag. Und hier haben wir den Sommerhit 2025. Und tut mir einen Gefallen, googelt das bitte nicht. Ich möchte es auch hier nicht besprechen. Googelt es einfach nicht. Und ich weiß, vielen juckt das jetzt. Aber nein, googelt es einfach nicht. Egal, auf jeden Fall ist das Date-Pärchen wieder im Haus. Und Uso wird dann natürlich von Alessa ausgefragt. Wie war's denn jetzt? Und dann meinte ich so, ja, du wirst sehen, ich werde dir alles kaputt machen. Soll sie probieren? Ich werde auf jeden Fall provokant bleiben. Wird ein paar Küsse heute Abend geben.
treffen und dann will ich mal gucken, wie sie so reagiert, ob sie stört oder ob sie nicht stört. Und das ist eventuell genau das Problem, warum man Alessa halt irgendwie nicht für voll nehmen kann. Also 2 Stunden vorher heult die da so ein bisschen rum wegen Paddy. Dann hat sie wieder so eine Sendezeitgeschichte und ja gut, also ich bin jetzt bereit, ein bisschen zu provozieren, werde ich machen. Hier ein Kuss, da ein Kuss und mal gucken, wie sie dann reagiert, weil das ist mein Boy, so gefühlt. Und das macht die Sache halt so unglaubwürdig im Ganzen. Alessa, Janine, Juliet, nur eine von euch darf in der Villa bleiben. Nein! Du. Und damit endet diese Folge und ja, wir bekommen noch eine kleine Vorschau, die kommt hier. Digga, der hatte so Eier flattern. Und das war's mit dieser Folge. Euch nur das Beste. Ciao.